Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video auf Pascals TechJack. Heute das Unboxing vom Echo Show der zweiten Generation. Bleibt also dran und ich zeige euch, was alles Tolles drin ist und wie der Echo Show im Detail aussieht. Wir sehen uns wieder nach dem Intro. Liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu unserem Unboxing und Review zum Amazon Alexa Echo Show der zweiten Generation. Wie schon vor dem Intro angekündigt, wird es jetzt im ersten Teil erstmal ein kleines Unboxing geben und danach schauen wir uns mal den Echo Show der zweiten Generation genau an und gehen mal ein bisschen näher auf die technischen Details ein. So, geliefert wird der Amazon Echo Show der zweiten Generation hier in diesem unscheinbaren braunen Karton, wo so ein kleines Amazon-Logo drauf ist. Ich vermute mal, dass sich dann im Inneren der eigentliche Karton befindet, in dem sich natürlich dann auch unser Echo Show befindet. So, packen wir es nun mal aus und schauen mal, was da so alles drin ist. Wie zu erwarten war, haben wir hier natürlich wieder die blaue Verpackung vom Echo Show, wie es auch schon bei den anderen Echo-Geräten der Fall ist. So, da steht er nun, der Echo Show in der Verpackung. Jetzt tun wir noch kurz die Folie weg und dann schauen wir mal, was alles auf der Verpackung außen drauf steht und welche neuen Features der Echo der zweiten Generation mit dem Echo Show der ersten Generation dann unterscheidet und inwiefern sich das bemerkbar macht. So, hier haben wir nun den Echo Show der zweiten Generation. Von der Verpackung her kann man sagen, dass das Design wie auch bei dem Echo Spot, was ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt habe, ungefähr identisch ist. Wir haben hier so ein blaues allgemeines Design. Auf der Front sei natürlich wieder diese direkte Abbildung von dem jeweiligen Gerät, in diesem Fall den Echo Show. Dann haben wir hier, wie auch schon bei den anderen Alexa-Geräten, Beispiele, was im Grunde dann der Echo Show alles leisten kann. Zum Beispiel Alexa ruft zu Hause an, spiel Songs von Mark Foster vor, zeige die Haustürkamera oder was ist in den Nachrichten. Hier oben dieses Echo Show Logo. Dann natürlich hier nochmal besonders dargestellt der herausragende Klang. Da komme ich auch nochmal später ein bisschen zurück. Das brillante Display mit einer Größe von 10 Zoll. Im Vergleich zum Vorgänger, welches 7 Zoll hatte, ist es natürlich schon mal ein deutlicher Fortschritt. Weshalb ich euch auf jeden Fall den neuen Echo Show der zweiten Generation empfehlen würde, wenn ihr euch jetzt da gerade am Überlegen seid, was ich nehmen soll. Der bietet auf jeden Fall deutlich mehr Leistung vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Mal gucken, was hier an der Seite dran ist. Wir haben ja jetzt diverse Logos von Herstellern, die Skills für die Echo Show anbieten. Unter anderem auch für die anderen Echo-Geräte, aber besonders nochmal beim Echo Show ist das große Display, wofür die Skills natürlich auch extra entwickelt werden müssen, damit so eine Art Benutzeroberfläche wie bei normalen Android-Apps dann auch im Grunde für mehr Usability sorgen. Wir haben hier verschiedene Hersteller, Spotify, Audible, Osram, Chefkoch, auch besonders interessant, wenn man den Echo Show in der Küche verwendet, wenn man dann sich Rezepte anschaut und dann nebenher kocht. Von der Deutschen Bahn gibt es auch eine Super Skill, die habe ich auch selbst schon verwendet. Da
kann ich dann nur sagen, die ist wirklich klasse. Bosch Smart Home auch dabei, die Tagesschau ist mit dabei, die zeigt dann natürlich einen Livestream an auf dem Echo Show, was natürlich auch super ist aufgrund des großen Displays. Und ja, hier im Lieferumfang Amazon Echo Show der zweiten Generation und wir haben dann nochmal hier ein 30 Watt Netzteil drin. Drehen wir es mal zur Seite. Besserer Sound, größerer Bildschirm. Hier wird nochmal beschrieben, dass jetzt nun ein 10 Zoll großer HD-Bildschirm dann vorhanden ist, auf den alle Fotos, Videos und sonstige Serien von beispielsweise Amazon Prime Video dann angeschaut werden können. Zudem können natürlich auch Nachrichten, wie beispielsweise von der Tagesschau, direkt hier angezeigt werden. Dann haben wir Alexa zeigt euch richtig viele Dinge hier als zweiten Punkt. Da kann man beispielsweise dann Alexa fragen, wie ein Song von einem Künstler lautet und sonstige Sachen. Man kann mir To-Do-Listen anzeigen lassen, was ich super praktisch finde. Einkaufslisten werden dann auch sofort angezeigt. Dann haben wir hier noch ein paar andere Punkte wie Funktionen und Skills. Aber gut, das ist ja aus den anderen Alexa-Geräten auch bekannt. So, dann haben wir hier die Sprachsteuerung für Ihr Smart Home. Man kann natürlich auch hier dann seine Lampen steuern. Man kann sich hier dann beispielsweise IP-Kameras anzeigen lassen. Wenn man jetzt, wie ich es zu Hause habe, vor der Türe eine Kamera montiert hat, kann man sich dann diese auch anzeigen lassen, damit man genau weiß, wer da vor der Haustür steht und wer gerade klingelt. Dann hat dieser Echo Show ein Zigbee Smart Home Hub, was natürlich hervorragend ist und sich auch unterscheidet von den anderen Echo-Geräten. Denn der Echo Spot und der normale Echo Dot haben sowas meiner Meinung nach nicht drin. So, was ist der Zigbee Home Hub? Das ist sozusagen eine Art Schnittstelle, die direkt Geräte mit dem Echo Show verbinden kann. Also es gibt viele Hersteller wie Osram, Philips, welche so einen Zigbee-Empfänger auch besitzen. Somit kann man dann direkt die Kommunikation aufbauen und muss dann nicht umständlich übers WLAN-Modul gehen. So. Wir haben hier Hands-Free-Video-Anrufe und Nachrichten. Das ist ein weiterer großer Vorteil, denn der Echo Show mit diesem großen Display eignet sich natürlich perfekt für Videoanrufe und macht es somit möglich, dass man viel besser kommunizieren kann und mit anderen Leuten, zum Beispiel auch während dem Kochen, dann sich unterhält. Was haben wir hier nochmal? Hier haben wir nochmal kurz die Grundfunktionalitäten. Wir sehen hier, ja, es ist Amazon Alexa drauf, ist ja klar. Wir haben hier eine Bluetooth-Schnittstelle. Da könnt ihr dann den Echo Show mit eurer Stereoanlage verbinden, was auch super ist. Wenn ihr noch einen besseren Sound haben wollt, aber der Sound hier ist wirklich schon erstklassig. Wir haben hier ein WLAN-Modul drin, natürlich. Und wir haben hier super Lautsprecher mit Dolby-Qualität. Und natürlich den Zigbee-Hub. Wunderbar. Das war's dazu. Was hier noch angemerkt werden sollte, wir haben hier eine Fernfeld-Sprachsteuerung. Das heißt, der Echo Show erkennt auch eure Sprache innerhalb von größeren Zimmern. Selbst wenn ihr jetzt am anderen Ende steht und nur Musik laufen lassen habt. Denn durch 8 integrierte Mikrofone kann somit alles optimal erfasst werden. So, nachdem ich euch mal die paar Eckpunkte erzählt habe, gehen wir jetzt nun mal zum Unboxing über und schauen uns doch mal den Echo Show direkt aus der Nähe an und lassen uns von dieser Qualität mal überzeugen. Wir drehen den mal dazu um. Hier ist so ein kleiner Kleber dran. Den können wir dann auch am besten wieder mit so einem Taschenmesser. Den machen wir am besten so auf. Perfekt. Und dann holen wir doch mal den Echo Show raus. Öffne mal hier diese Verpackung. Also es fühlt sich alles sehr hochwertig an, auch die Verpackung. Innen ist sie schwarz. Dann sehe ich ja schon so einen Henkel. Den können wir dann einfach dann diesen Echo Show rausholen. Stellen wir mal so hin. So sieht es dann aus. Was haben wir sonst noch drin in der Verpackung? Ihr seht, wir haben hier das 30 Watt Netzteil, was natürlich auch schon draußen auf der Beschreibung drauf stand. Das ist hier in schwarz, weil ich habe auch die schwarze Version vom Echo Show bestellt. Bei der weißen Version ist dann auch das Netzteil weiß. Und ja, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Sonst können wir hier sehen, ist nichts mehr drin. Alles clean.
Selbst eine Anleitung sehe ich jetzt hier nicht. So, hier haben wir nun den Echo Show. Ich packe mal aus. Sieht jetzt alles sehr hochwertig aus, muss man schon sagen. Ah ja, jetzt sehen wir hier auch die Anleitung. Können wir uns mal kurz hier die Anleitung rausholen. Die ist hier so reingeschoben. Echo Show. Mal gucken, was da so alles drin steht. Lernen Sie den Echo Show kennen. Gut, hier kommen wir dann nochmal auf die einzelnen Details ein. Also wir haben hier einen leiser Knopf, dann haben wir hier einen lauter Knopf auf der rechten Seite. Mikrofone haben wir vorne vier drin, direkt am Display. Somit werden auch Stimmen direkt die frontal aufgefangen und oben haben wir auch einen Lautsprecher, welche dann komplette Stimmen im Raum erkennen. Und wir haben hier links wieder die Mikrofon- und Kamera-An- und Aus-Taste. Wenn ihr also mal keine Lust habt, dass der Echo Show mithören und mitsehen kann, dann kann man hier einfach diesen Taster betätigen und der Echo Show geht dann sozusagen in den Ruhemodus über und reagiert nicht mehr auf eure Befehle. Hier haben wir ein schönes großes Touchscreen, das wird hier auch nochmal alles dargestellt. Man kann einfach dann auch hier mit den Fingern vom Bildschirmrand runtergehen und geht dann, kommt dann auf die Einstellungen. Das werden wir uns aber nachher nochmal angucken. So, dann haben wir hier nochmal Anschlüsse hinten. Sehen wir dann auch hier der Stromanschluss. Dann haben wir hier nochmal einen Micro-USB-Anschluss, aber leider nicht geeignet für Stromversorgung, steht ausdrücklich drin. Und dann haben wir hier eine Öffnung für ein Keysync-Anschluss, also wie es auch theoretisch an den Laptops also der Fall ist, dass man einfach den Echo Show irgendwo befestigen kann, ohne dass da jemand den gleich klauen tut. Was ich natürlich nicht hoffe, wenn ihr den zu Hause aufstellt, dass da irgendwelche Leute den klauen wollt. So, richten Sie Ihren Echo Show ein, da wird hier nochmal beschrieben, wie einfach das ist. Also wir schalten den Echo Show im Grunde nur an, wählen das Heimnetzwerk aus und melden uns dann mit unserem Amazon-Konto an. Und dann ist es eigentlich schon alles verbunden. Hier wird dann nochmal der Zigbee Smart Home kurz angerissen. Und zwar kann man hier dann natürlich, hier steht geschrieben, dass kompatible Geräte dann zur Einrichtung ganz einfach hinzugefügt werden können. Dann auf Alexa suchen, meine Geräte. Und dann werden die in der Alexa-App auch schon angezeigt. Und man kann sie dann direkt theoretisch gleich verwenden. Ich selbst benutze jetzt keine direkten Zigbee-Geräte. Alle meine Geräte sind direkt übers WLAN kompatibel angeschlossen. Ich habe zusätzlich noch einen, den I.O. Broker Smart Home Server im Hintergrund laufen, welcher natürlich immer deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Aber dazu werde ich mal in einem späteren Video näher eingehen, was der I.O. Broker so an Vorteilen bietet gegenüber der direkten Verbindung von den Alexa-Geräten zu den Smart-Home-Komponenten wie den Leuchten und auch den Kameras. Ja, hier nochmal die Alexa-App. Die müsst ihr euch auch unbedingt runterladen, denn darüber kann man viele Sachen einstellen. Das kommt dann aufs Handy drauf und ist sozusagen eine direkte Schnittstelle zwischen den Alexa-Geräten und einem Amazon-Konto, welches dann über das Handy dann im Grunde alles verknüpft wird. Ja, so viel dazu. Dann haben wir hier nochmal auch nochmal ein kleines Beiheft drin. Hier stehen dann wahrscheinlich nur Produktdaten drin, wie zu erwarten war. Gut, Limited Warranty, das ist also auf Englisch. Gucken wir mal, ob es auf Deutsch ist. In Deutsch, genau, hier haben wir auch die deutsche Version, das ist super. Amazon Bedingungen, Richtlinien, beschränkte Herstellergarantie, ja mein Gott. Das könnt ihr euch alles mal durchlesen, wenn es euch mal langweilig ist, wenn ihr mal abends nichts zu tun habt und auch kein Buch dann gerade in eurer Nähe rumliegt. Aber so, jetzt gibt es eigentlich hier keine wichtigen Informationen. Hier sind noch ein paar Produktdaten drin, wie die elektrische Leistung, EU-Konformität, ja Gott, drahtlos WLAN-Verbindungen, Bluetooth, Zigbee, ja, maximale Sendeleistung vom WLAN. Gut, das interessiert euch alles wahrscheinlich nicht. So, machen wir weiter mit dem Auspacken vom Echo Show und dann gucken wir uns doch mal das Gerät ganz in aller Ruhe an und werden mal so ein paar technische Gegebenheiten vom Gehäuse uns anschauen.
Also wie gesagt, hier ist der Echo Show drin. Der ist schön kompakt hier mit eingelegt. Fühlt sich auch schon mal hochwertig an, wenn man es so mal in der Hand hält. Und hat dann natürlich noch außen drumherum so eine Folie, die machen wir jetzt auch mal gleich ab und dann können wir mal in voller Pracht sehen. Ja, das mit der Folie haben sie wirklich sehr gut gelöst. Also man kann sich das super abziehen. Die Folie ist genau aufs Gerät zugeschnitten und klebt auch nirgendwo. Und mal wie das ist. Ah ja, genau. Da legen wir den Echo Show am besten direkt so hin auf die Displayseite. Da könnt ihr dann auch deutlich besser abziehen hier. Ja, da ist dann hier doch irgendwas drin, so ein Aufkleber. Ja genau, so wunderbar. Das haben sie sehr gut gelöst, da muss man denen wirklich ein hohes Lob ansprechen. So. Holen wir mal raus, ja. Echo Show. Müssen wir mal alles beiseite. So. So liebe Leute, hier steht er, der Echo Show. Wir haben hier ein schönes Display, ein schönes großes 10 Zoll Display, was mir sehr gut gefällt. Wir haben hier oben dann, drehen wir mal kurz um, wir haben hier oben dann die Taster, gerade laut leise. Die Taster fühlen sich sehr hochwertig an, da kann man sich jetzt überhaupt nicht beschweren, dass hier Qualitätsmängel irgendwie vorhanden sind. Hier haben wir die 4 Löcher für die Mikrofone an der Oberseite. Auf der Rückseite haben wir dann dieses schöne mit Stoff überzogene Design, welches in dem sich dahinter dann die Lautsprecher befinden. Das passt dann auch super zu den anderen Geräten. Ich zeige es euch mal hier, der Echo Dot ist genau in dem gleichen Design. Das ist also wirklich wunderschön hier, wie sich das dann alles über die ganze Produktlinie dann vom Design her rüberzieht. Dass auch alles hier, die ganzen Alexa-Geräte dann identisch aussehen und dann auch natürlich nebeneinander sich gut machen und auch auf dem Schrank schön aussehen. So, auf der Hinterseite haben wir natürlich hier wieder, wie vorhin angesprochen, die Stromversorgung. Links haben wir dann den USB-Anschluss, welcher natürlich, genau hier steht nämlich Network dran, welcher dann wahrscheinlich, es gibt nämlich Adapter, habe ich schon gesehen, da kann man dann USB-Adapter auf Netzwerkadapter anschließen. Wenn ihr jetzt also keinen WLAN dann verwenden wollt. Und hier haben wir natürlich nochmal die Log-Funktion. Ich gehe mal ganz nah ran, da könnt ihr es mal sehen. So. Also Log, der Micro-USB und dann nochmal die Stromversorgung. Und sonst hier das Material super. Auf der Rückseite haben wir dann diese gummierte Oberfläche, damit der Echo Show natürlich auch super dann haftet. So. Gehen wir nochmal hier rüber. Da haben wir nochmal hier diese Funktionstasten, leise laut und dann hier das Mikrofon ausschalten. Wir drehen mal kurz um und dann sehen wir auch hier, haben wir dann die große 5 Megapixel Kamera, welche für die Videoübertragung sehr gut geeignet ist und wir haben natürlich dann mal hier oben 4 weitere Mikrofone. Schauen wir uns mal das Netzteil ein bisschen genauer an. Das macht auf mich auch einen sehr guten Eindruck, wirkt hochwertig, das Design passt und das Kabel hat eine adäquate Länge. Das reicht zumindest mal auf dem Boden bis zur nächsten Steckdose bei mir. Wunderbar, das war's von meiner Seite aus zum ersten Teil, dem Unboxing. Wir werden dann jetzt gleich im nächsten Video mal die Installation uns anschauen, wie wir das Ding ins Heimnetz integrieren und wie sich dann der Echo Show dann im ersten Vergleich macht.